Hallöchen, heute gibt es bei mir einen super leckeren, saftigen Karottenkuchen, der ja so ein bisschen eher amerikanisch ist, würde ich sagen, mit einem schönen Cheesecake-Frosting. Und ja, ihr braucht als Besonderes dafür Cups zum Abmessen. Die zeige ich euch nachher nochmal. Und ansonsten stehen alle Sachen in der Infobox, die ihr braucht für das Rezept. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und bewertet doch dieses Video. Danke. Was ihr hier braucht, sind jetzt nicht die richtigen Größen, aber so sehen die aus. Und jetzt geht's los. Also wir brauchen braunen Zucker. Der kommt in die Schüssel und dann drei Eier. Die könnt ihr natürlich besser vorher schon mal reinmachen, um zu gucken, ob sie noch gut sind. Es kann ja immer mal sein, dass eins schlecht ist. Ich habe es jetzt einfach auf gut Glück so rein direkt in den Teig gemacht. Und noch zusätzlich dann weiche Butter, die dann auch mit reinkommt. Also die sollte wirklich schon eher geschmolzen sein, die Butter. Und das wird dann gleich ordentlich verrührt. Ich verrühre dann den Teig erstmal auf niedriger Stufe, bis sich alle Zutaten verbunden haben und dann stelle ich ein bisschen höher. Und das solltet ihr wirklich einige Minuten machen, bis der Teig dann wirklich schön schaumig und ein bisschen heller geworden ist, so wie ihr es hier jetzt seht. Und dann kann es weitergehen. Jetzt werden die trockenen Zutaten, also das Mehl und die Gewürze, in den Teig gesiebt. Und ja, dass es dann keine Klumpen gibt. Und dann kommt Backpulver dazu, Zimt und Salz. Und das wird dann alles in den Teig gesiebt. Anschließend gebe ich dann einen guten Cup von den Karotten, fein geraspelten Karotten dazu. Ihr könnt die auch grob raspeln, aber ich habe sie fein geraspelt. Dann hacke ich die Nüsse, das ist auch ungefähr ein Dreiviertel oder ein Cup. Das kommt ganz auf euren Geschmack drauf an, wie viel ihr davon reinhaben wollt. Ihr könnt anstatt Mandeln auch andere natürlich nehmen. Pekannüsse, Walnüsse, was auch immer ihr wollt. Und die kommen dann auch in den Teig. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die Sachen nicht mit dem Mixer unterrührt, sondern einfach unterhebt und dann langsam alle Zutaten miteinander verbindet, damit der Teig auch schön fluffig bleibt und nicht total zusammensackt. Jetzt wird der Teig in eine gefettete und bemehlte Auflaufform oder Springform, wenn ihr ihn rund haben wollt, gegeben. Und dann kommt er in den Ofen für 20 bis 30 Minuten, das kommt ganz auf euren Ofen an, bei 180 Grad. Also bei mir hat er ungefähr 25 Minuten gebacken. Macht zwischendurch einfach die Stäbchenprobe und ja, dann könnt ihr sehen, ob er fertig ist. In der Zwischenzeit machen wir das Frischkäse-Frosting. Dafür weiche Butter in eine Schüssel. Die muss vorher schön aufgeschlagen werden, damit es keine Klümpchen gibt. Und dann kann auch der Frischkäse hinzu, aber erstmal schön ein bisschen schaumig schlagen oder zumindest verrühren, so wie es mit der Hand ganz gut geht. Dafür braucht ihr keine Maschine. Ja, und dann kommt der Frischkäse hinzu und es wird dann genauso weiter cremig aufgeschlagen, bevor der Puderzucker dazu kommt. Siebt erstmal nur die Hälfte des Puderzuckers in die Frischkäse-Buttercreme, damit es ja, irgendwie nicht, auch nicht klumpt und so geht es einfacher. Also erstmal die Hälfte einsieben, verrühren und dann das Ganze nochmal wiederholen, bis der ganze Puderzucker in der Masse ist. Wie gesagt, mit der Stäbchenprobe seht ihr, ob der Teig oder der Kuchen fertig ist. Wenn kein Teig mehr dran ist, könnt ihr ihn aus der Form lösen und anschließend stürzen. Und das macht ihr natürlich erst, wenn der Kuchen komplett ausgekühlt ist. Also nicht den warmen Kuchen stürzen, sonst funktioniert das leider nicht.
Wenn der Kuchen abgekühlt ist und auch das Frosting ein bisschen fest geworden ist, am besten im Kühlschrank so lange lassen, könnt ihr den Kuchen damit bestreichen und eventuell noch verzieren, wenn ihr wollt. Aber wenn es so flüssig ist wie bei mir hier, dann muss der Kuchen auf jeden Fall nochmal in den Kühlschrank oder an einen kalten Ort, damit das Frosting ein bisschen ja, fester wird. So ist es ein bisschen zu flüssig und läuft euch dann runter. Das ist mir auch passiert. Ich habe dann am Ende nur die Hälfte des Kuchens noch verziert mit Haselnusskrokant, weil nicht jeder bei mir mag das. Und so habe ich die Hälfte ein bisschen mit Krokant noch verziert und die andere Hälfte so gelassen. So, das ist er jetzt. Der fertige Karottenkuchen. Normalerweise hätte das Frosting noch ein bisschen länger im Kühlschrank sein müssen. Aber ich war jetzt so ungeduldig und wollte ihn unbedingt probieren. Es läuft etwas runter. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen fester. Also der Kuchen erstmal so. Der Kuchen ist auf jeden Fall schön saftig und jetzt probiere ich mal. Sehr, sehr lecker. Es schmeckt sehr, sehr stark nach Zimt, finde ich. Für mich könnte ein bisschen weniger drin sein. Und ist natürlich total süß durch das Frosting. Aber ansonsten richtig lecker. Und ich denke aber, dass das ein bisschen zu viel ist. Dass ich jetzt die Hälfte ungefähr davon essen werde. Dann kann der Rest erstmal in den Kühlschrank und wirklich fest werden. So, das war mein etwas osterlich angehauchtes Rezept zum Karottenkuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr macht es mal nach. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch schöne Ostertage. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!